finde es in der Schulzeit ziemlich einfach, produktiv zu sein, da man da diesen strukturierten Alltag hat und immer zu erledigende Aufgaben hat. Aber in den Ferien kann das Ganze dann schon ziemlich abweichen und man kann sehr unproduktiv werden und die ganze Zeit nur irgendwie rumchillen und nichts wirklich Produktives machen. Aber das Ganze wollen wir versuchen zu vermeiden und auch einen erfolgreichen und glücklichen und produktiven Sommer zu haben. Ich möchte aber noch sagen, dass das Ganze nicht bedeutet, dass ihr den ganzen Sommer lernen müsst, denn Produktivität zeigt sich nicht nur im Lernen und so weiter. Also ich möchte euch bitte kurz den Tipp geben, seid nicht zu hart mit euch selbst und gönnt euch auch mal lange ausschlafen, lange wach bleiben, mit euren Freunden was unternehmen, alles. Und ihr müsst nicht immer produktiv sein. Das möchte ich noch kurz sagen. Aber auf meinem Kanal geht es sehr viel um Produktivität und deswegen dieses Video für heute. Was ich immer als erstes mache, ist meinen Sommer direkt zu planen. Ich nehme mir meinen Kalender und nehme dann diese 5, 6, 7 Wochen Sommerferien und trage mir dann schon mal so feste Termine wie jetzt zum Beispiel Urlaube ein. Manchmal habe ich irgendwelche festen Termine, wie jetzt irgendwelche Zahnarzttermine und so weiter, die halt einfach schon feststehen. Die trage ich dann ein. Außerdem blocke ich mir auch so Zeit aus für Freunde und für Familie. Wir haben halt auch oft so Familientage, das heißt, wir sind dann nicht im Urlaub, aber machen dann hier zu Hause was zusammen. Und diese Tage blocke ich mir dann auch aus. Und deswegen weiß ich schon einfach ungefähr, wie mein Sommer aussieht. Und das hilft mir einfach enorm, Klarheit in meinem Kopf zu haben, wenn ich weiß, wie der ganze Sommer so strukturiert ist, wann ich im Urlaub bin, wann ich zu Hause bin, wann ich so Zeit für mich habe, wann ich was mit Freunden mache und so weiter. Dann setze ich mir immer Ziele für den Sommer. Das Ganze sollten jetzt nicht zu hohe Ziele sein, wie ich möchte jetzt nach einem Sommer fließend Französisch sprechen oder ich möchte diesen Sommer 5 Marathons oder so laufen, sondern es sollten wirklich realistische und vielleicht auch etwas kleinere Ziele sein. Denn ihr müsst bedenken, dass ihr in diesen 6, 7 Wochen Sommerferien nicht euer Leben ändern könnt. Man kann immer kleine Schritte ändern, man kann immer Gewohnheiten ändern, man kann sich kleine Ziele nehmen, man kann immer kleine Schritte gehen und damit auch kleine Ziele erreichen. Aber ich denke, dass es sehr, sehr gut ist, wenn man sich eher kleinere Ziele nimmt. Gerade für die Ferien ist es besser, wenn man sich kleine Ziele nimmt. Genau. Hier folgen ein paar Inspirationen für einige Ziele. Das kann sein zu sagen, ich möchte in diesem Sommer 5 Bücher lesen. Das kann sein, wie ich möchte jeden Morgen mein Zimmer aufräumen. Das kann sein, ich möchte über den Sommer verteilt insgesamt 100 Kilometer laufen. Das kann sein, ich möchte jeden Tag 20 Vokabeln lernen. Das kann sein, ich möchte in den Ferien ein Buch schreiben. Ich möchte einen YouTube-Kanal aufbauen. Ich möchte meinen Kleiderschrank ausmisten. Ich möchte meine Kleidung verkaufen. Ich möchte eine Dramenanalyse schreiben. Ich denke nicht, dass es jemand macht, aber ja, machen wir weiter. So, jetzt haben wir diese ganzen Ziele. Am besten ist, wenn man diese ganzen Ziele mal aufschreibt. Aber diese Ziele sind ja bisher ein bisschen noch unerreichbar, sag ich mal. So, die sehen auch ziemlich groß aus auf diesem Papier, wo wir das aufgeschrieben haben. Aber jetzt kommt es auch dazu, diese Ziele in Aktion zu bringen. Das heißt, als allererstes werden wir diese Ziele in Wochen einteilen. Also, was kann ich jede Woche machen, damit ich es schaffe, am Ende der Ferien 5 Bücher gelesen zu haben? So, wenn wir jetzt 5 Wochen haben, wäre es realistisch, wenn man sagt, ich lese jede Woche ein Buch. Wenn man sagt, ich möchte meine Kleidung verkaufen, dann könnt ihr sagen, ich möchte in Woche 1 meinen Kleiderschrank ausmisten, in Woche 2 Fotos von allen Sachen machen, in Woche 3 möchte ich das irgendwo hochladen, in Woche 4 möchte ich das alles verschicken und so weiter. Also einfach diese ganzen Ziele, diese ganzen Aufgaben einfach mal in diese Wochen einteilen, um so eine realistische Ansicht von den ganzen Sachen zu haben, damit das Ganze nicht so unerreichbar und so groß erscheint. Wenn es halt so groß ist, dann möchte man nicht anfangen, aber wenn man schon so kleine Schritte hat, dann möchte man anfangen, weil man so denkt, eigentlich ist es ja gar nicht so schwer. Was mache ich hier mit meinen Händen? Und die nächste Sache ist dann auch, diese ganzen Ziele in die verschiedenen Tage einzuteilen, damit das Ganze noch erreichbarer aussieht. Das Endziel ist es, 5 Bücher in den Ferien zu lesen, also sagen wir ein Buch pro Woche, also sagen wir 30 Seiten pro Tag. Bricht diese ganzen Sachen einfach nochmal auf die Tage runter und schreibt sie das dann vielleicht sogar jeden Tag auf die To-Do-Liste und so weiter, dass du wirklich so einen Plan einfach hast und es dann wirklich auch in Aktion bringen kannst. Wenn so auf so einer Liste steht, ich möchte 5 Bücher lesen, dann wirkt das so komisch. Aber wenn man so wirklich To-Dos hat, die erreichbar sind, die man abhaken kann, dann macht man es auch. Wenn wir diese ganze Zielsetzung haben, kommt es jetzt zu den neuen Gewohnheiten. Das heißt, du überlegst dir Gewohnheiten, die du dann jeden Tag machen möchtest. Ich habe dazu ein ganzes Video gemacht mit Ideen für Gewohnheiten, die du haben kannst. Zum Beispiel jetzt lesen, Tagebuch schreiben, meditieren, aufräumen. Ansonsten habe ich auch ein Video gemacht zum Thema Habit Stacking. Alles zum Thema, wie kann ich Gewohnheiten überhaupt in mein Leben integrieren und wie kann ich diese Gewohnheiten wirklich in meinem Leben behalten und zu diesen Gewohnheiten sticken.
Wenn wir schon diese ganzen Gewohnheiten haben, kommt es jetzt auch zu weiteren Gewohnheiten. Und zwar zu unserer Morgen- und Abendroutine. Eine Abendroutine ist für mich sehr wichtig, um einen guten Schlaf zu haben. Und ein guter Schlaf ist für mich sehr wichtig, eine gute Morgenroutine zu haben. Und eine gute Morgenroutine ist für mich wichtig, einen guten Tag zu haben. Das heißt, es fängt mit der Abendroutine schon an, die mein Leben beeinflusst. Also wenn du diese Gewohnheiten aneinander reißt in Form einer Routine, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass du diese Gewohnheiten wirklich beibehältst und auch wirklich diese ausführst. Und generell, ich bin ein großer Fan von Routinen. Also ich habe auch sehr viele Videos gemacht zu dem Thema, also Morgen- und Abendroutine in der Infobox. Wir haben jetzt schon Zeit ausgeblockt. Wir haben unsere Ziele gesetzt. Wir haben neue Gewohnheiten gesetzt. Aber jetzt wird es auch mal langsam Zeit, die alten Sachen loszulassen. Und das bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir unsere alten Schulsachen ausmisten und aussortieren sollten. Das heißt, du nimmst dir jetzt all deine Hefte vor und fängst an, durchzugucken, was brauchst du noch, was brauchst du nicht mehr, was kannst du wegschmeißen, was musst du vielleicht auch neu kaufen. Du kannst dir auch ein neues Organisationssystem überlegen, ein neues Note-Taking-System, also wie du Notizen machst. Und alles einfach neu machen im neuen Schuljahr. Ich liebe das irgendwie. Ich liebe das, dieses Back to School und alles ist neu und ich kann schön wieder alles neu designen und aufräumen und wegschmeißen und es ist ein sehr befreiendes Gefühl. Und falls du wirklich produktiv sein möchtest und viel schaffen möchtest, dann versuche ich dir, es zu versuchen, früh schlafen zu gehen. Und ich sage mit Absicht versuchen, da ich es wichtig finde, in den Ferien auch mal lange wach zu bleiben, auch mal das zu genießen, diese Freiheit. Schreibt mir doch gerne mal eure Pläne für diesen produktiven Sommer und erfolgreichen Sommer in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon bei meinem nächsten Video wieder. Also Dankeschön, dass ihr heute da wart und dann bis bald. Tschüss!